Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute in diesem Video geht es nicht um Fashion, sondern heute werde ich euch meine Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich adoptiert wurde. Ich habe schon mal ein Video dazu gedreht und da, wo ich mich vorgestellt habe, habe ich das ganz kurz erzählt, dass ich ja adoptiert wurde, und heute kommt dann die ganze Geschichte und ja, werde mit euch das reden und euch die Geschichte mal erzählen. Also gehen wir 15 Jahre zurück. Eigentlich sind sie meine Verwandte, die was mich adoptiert haben. Also das ist mein Onkel und meine Tante. Mein Onkel kommt aus Österreich und meine Tante ist von den Philippinen. Meine Tante ist die Schwester von meiner Mama. Und mein Onkel hat damals meine Tante kennengelernt. Da waren sie so 20 Jahre alt oder er 21 und sie 20, ich weiß gar nicht mehr. Und er ist mit einem Freund auf die Philippinen geflogen. Und so haben sie sich dann halt quasi kennengelernt. Und er hat sie dann mit nach Österreich genommen. Sie haben dann hier alles aufgebaut, Familie gegründet. Und mein Onkel, glaube ich, wollte einfach, glaube ich, noch ein Kind haben. Und ich habe mehrere Geschwister und wir sind halt mehrere Kinder. Und ich war halt die Jüngste und die haben sich dann für mich entschieden. Die wollten mich ja damals schon als Baby haben. Aber das hat halt leider nicht so ganz geklappt. Ich glaube halt, dass es ein bisschen mit den ganzen Papieren ein bisschen gedauert hat. Und das mit der Adoption ist ein bisschen schwierig. Und das klappt nicht auf einmal. Also das dauert ein bisschen und das hat wirklich lange gedauert und dann haben sie mich erst mit 6 Jahren adoptiert. Und genau, also meine Tante ist dann kurz vor meinem Geburtstag wieder nach Hause geflogen auf den Philippinen und hat mich dann quasi dann später mitgenommen. Und ich wusste davor halt nicht, also ich wusste von dem ganzen Adoption gar nichts. Also ich habe mich gar nicht ausgekannt, mir wurde das auch nicht gesagt oder irgendwie erklärt. Und ich war halt 6 Jahre alt und ich habe mir halt gedacht, okay, was passiert jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Also ich dachte halt, meine Tante kommt jetzt auf die Philippinen, macht Urlaub. Sie hat auch Urlaub gemacht, also sie hat auch ihren Geburtstag gefeiert. Und ja, ein paar Tage später bin ich dann mit ihr weggeflogen. Also meine Mutter hat dann zu mir gesagt, dass ich mich dann von ihr verabschiede. Also beziehungsweise, ich glaube, meine Mutter oder meine Schwester hat mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Hat dann gesagt, dass ich mich verabschieden soll und ja, keine Ahnung. Ich habe mich halt als erstes nicht so ausgekannt, wieso verabschieden, weil ich dachte halt, dass ich wirklich nur nach Österreich komme, Urlaub zu machen und nicht hier für immer zu leben und dass ich nie wieder meine Eltern sehe. Und es war dann so, dass ich dann mich einfach von jedem verabschiedet habe, von meinen ganzen Freunden. Und ja, und dann am nächsten Tag ging es los. Also ich bin dann mit meiner Tante Richtung Flughafen gefahren. Meine Mama und mein Papa haben mich dann begleitet. Und meine Tante hat dann gesagt, sie soll nicht mitkommen, weil es ist einfach viel, viel schwerer noch. Einfach der Abschied. Und meine Eltern wollten das aber, dass sie sich noch verabschieden. Und das war so schwer, Leute. Ich kann mich noch so ganz erinnern, wie das so passiert ist. Also wir waren, haben uns verabschiedet und keine Ahnung, es war für mich, es war so schwer, als würde die Welt zerbrechen. Wisst ihr, was ich meine? Also es war so, so schwer und als Kind denkst du dir halt so, ja, keine Ahnung, also dieses Gefühl ist einfach unglaublich. Und ja, ich bin dann halt mit meiner Tante dann Richtung zum Flieger gegangen und ich habe während dem wo ich dann zum Flieger gegangen bin, geweint. Im Flieger habe ich geweint. Also ich habe den ganzen Flug geweint und ja, es war so hart. Und mir hat dann so eine süße Frau in
Flugzeug ein Kuscheltier geschenkt. Und zwar so ein, ich glaube, so ein Löwe-Kuscheltier. Und was sie, ja, ich habe halt den ganzen Flug geweint und es waren halt da voll viele Leute. Und ich glaube, denen hat das auch genervt, dass ich geweint habe. Aber in dem Moment wusste ich halt echt nicht, was abgeht. Und es war einfach viel zu viel für ein kleines Kind, die einfach nichts wusste, wohin jetzt und wo werde ich jetzt leben. Ja, dann waren wir in Österreich. Ja, dann stand da mein Onkel und sein Sohn da. Und es war das erste Mal, dass ich in meinem Leben woanders gewesen war, also bin. Ja, und es hat auch da geschneit. Es hat geschneit und ich habe ja noch nie meinen ganzen Leben Schnee gesehen. Also 15 Jahre vorher habe ich noch nie Schnee gesehen und es war für mich so, wow, was ist das? Wieso schneit es hier? Wieso ist es hier so kalt? Und so weiter. Und ja, war einfach ganz anders. Und ich bin dann hier, ja, die haben mich dann, wie gesagt, abgeholt mit meiner Tante zusammen. Wir sind dann in ihre Wohnung gefahren und sie haben mir alles gezeigt, mein Schlafzimmer und so. Und es war alles ganz wunderschön und sehr nett dekoriert und alles. Und ich dachte, okay, hey, jetzt bin ich hier, mach ein bisschen Urlaub und schaue mir ein bisschen die Stadt an mit meinem Onkel und Tante, also halt meinen Eltern. Und ja, naja, dann gehen ein paar Tage vorbei, ein paar Wochen, ein paar Monate und ein paar Jahre. Mein Onkel und ich sind dann in eine Schule gegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, was mache ich hier? Wieso meldet er mich in eine Schule an? Hat er mich in eine Schule angemeldet und da bin ich dann auch gegangen. Ich konnte halt am Anfang gar kein, also ich konnte ja nicht Deutsch sprechen. Ich konnte nur meine Sprache sprechen. Es war halt ein bisschen schwer. Aber ich sag euch, in dieser Volksschule, wo ich war, war die beste Volksschule. Die Leute waren so lieb, also die Kinder waren so lieb, die Lehrerinnen waren so lieb und es war einfach, ich habe mich da so wohl gefühlt und ja, naja, jetzt bin ich hier seit 15 Jahren und auf jeden Fall dachte ich dann, dass alles in Ordnung sei, dass ich jetzt eh ein Zuhause gefunden habe, war aber nicht so. Denn 3 Jahre später, als ich 9 war, hat mich mein Onkel leider in eine WG gesteckt, weil es einfach dann nicht mehr gepasst hat. Und wisst ihr, das macht halt für ein Kind, es ist zu viel. Wisst ihr, du wirst als erster von den Eltern weggenommen, dann wirst du wieder weitergegeben und musst wieder von neu anfangen. Und das war halt so schwer für mich. So einfach das Kind immer weiterzugeben und nie ein Zuhause zu haben. Und ich war dann in einer WG und da war ich dann so, ich war also mit 9 bin ich in die WG gekommen und bis 15 habe ich dann dort gelebt, also bis ich 15 war und bin dann in ein selbst, also so betreutes Wohnen gegangen. Auf jeden Fall war ich halt dort, bis ich 15 war und danach mit 15 habe ich dann angefangen, eine Lehre zu machen und bin dann in ein selbstbetreutes Wohnen gegangen, wo du selbstständig wohnen kannst und eine Betreuerin einmal oder zweimal in der Woche gekommen ist und mit dir ein paar Sachen besprochen hat und ja, ein paar Sachen halt, genau. Und mit 17, also kurz vor meinem 18. Geburtstag, habe ich mich dann entschieden, dass ich dann dort ausziehen möchte. Also du kannst dort quasi bis du 18 bist leben oder bis 21 quasi verlängern. Aber ich wollte einfach ausziehen und wollte selbstständig sein. Also ich war schon davor selbstständig, aber ich wollte halt noch mehr diesen Step machen. Okay, jetzt gar keinen Betreuer mehr haben, gar nichts mehr. Und zwar nur für mich mehr sorgen. Und deswegen haben wir uns dann angemeldet für eine Wohnung. Ich habe dann kurz vor meinem 18. eine Wohnung bekommen und jetzt bin ich ja 21, fast 22, also ich werde dieses Jahr 22. Also ich wohne jetzt schon 3 Jahre, also seit 3 Jahren alleine und bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt meine eigene Wohnung habe und ja,
Ja, also meine Geschichte, also mein ganzes Leben ist ein bisschen, keine Ahnung, wirklich ein Wahnsinn und ich habe so viel durchmachen müssen und so viel erleben müssen, also meine Kindheit war einfach, keine Ahnung, es war einfach keine Kindheit, wenn du immer wieder weitergegeben wirst, wisst ihr, so, ja. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin jetzt so glücklich, dass ich hier bin und ich liebe mein Leben jetzt hier. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in meiner Heimat zu leben. Also es ist wunderschön, also ich alles tipptopp. Also ich könnte mir aber dort nie vorstellen, dass ich dort einmal leben würde, denn ich habe mir hier so viel aufgebaut und ich habe hier alles und ich habe meinen Freund, also mit dem ich auch später irgendwann eine Familie gründen werde. Und ja, genau. Aber meine Eltern werde ich irgendwann besuchen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie. Ich sag immer, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr fliege ich. Und ich glaube einfach, dass ich selber noch ein bisschen Angst habe, wie ich mich dann fühle oder wenn ich sie auf einmal sehe und wie ich mich dann, keine Ahnung, ob das alles wieder hochkommt, wisst ihr, wenn ich, dass ich wieder traurig bin oder dass ich in ein Loch falle, weil als ich 11 Jahre war, bin ich so in ein Loch gefallen und es war mir alles zu viel, wirklich alles zu viel und ich habe mir gedacht so, was mache ich jetzt, ich habe hier keine Eltern und ich bin in einer WG und mein Onkel und Tante, mit denen habe ich auch kaum Kontakt, also deswegen und ja, und ich habe irgendwie voll Angst, dass ich halt, wenn ich jetzt runterfliege, dass ich dann halt in ein Loch falle und dass ich mich nicht. Natürlich habe ich meinen Freund, der fängt mich auf und der beschützt mich und der muntert mich auf, aber ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, ob ich das schaffe. Aber ich muss dann irgendwann mal runterfliegen und einfach das, sie einfach nochmal sehen, weil, wisst ihr, wenn die Eltern nicht mehr da sind, dann bereut man das. Also deswegen glaube ich, dass ich da drunter fliegen werde. Nicht jetzt. Ich gebe mir noch ein bisschen Zeit und dann schauen wir, ob ich dann dorthin fliege. Und genau. Aber ja, das ist die Geschichte von meiner Adoption. Und ich hoffe, ich war ein bisschen nervös, Leute. Also diese Geschichte vor der Kamera zu erzählen, ist ein bisschen, ja, ich glaube, ihr habt das eh gemerkt, dass ich ein bisschen nervös war. Aber genau. Ja, ich werde mich hier jetzt dann verabschieden und ich hoffe, das Video, ja, das heißt gefallen. Also ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen von meinem Leben ein bisschen was erfahren und ja, was ich alles so durchmachen musste. Ich weiß, da draußen gibt es auch noch andere Menschen, die auch viel durchmachen mussten. Und es gibt so viele Sachen, es gibt einfach so viele grausame Sachen, es gibt einfach so viel. Und deswegen sollte man einfach alles schätzen und das Leben genießen. Und man weiß nie, wann das Leben vorbei ist. Und genau, und wie gesagt, und ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt hier sein kann. Mit meinem Onkel habe ich auch einen guten Kontakt. Also ich bin jetzt im Nachhinein sehr dankbar für das, was er mich hierher geholt hat. Weil, wisst ihr, das Leben, also das Lebensqualität auf den Philippinen ist ganz anders als hier in Österreich. Also, und deswegen, ja, genau. Aber jetzt bin ich hier und lebe jetzt hier mein Leben und genau. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe und fühlt euch gedrückt von mir und bis zum nächsten Video. Ciao!